Hallo, hier ist Cinema-Redakteur Ralf Blau. Ich möchte Ihnen ganz kurz den Film Lady in the Van vorstellen. Der Film erzählt eine fast wahre Geschichte von einer alten Dame, Miss Shepherd, die in einem Stadtteil von London, Camden Town, mit ihrem Lieferwagen geparkt hat und quasi obdachlos ist, in diesem Lieferwagen lebt, diesen Wagen dann beseitigen soll, also wegfahren soll. Und der Bühnenautor Alan Bennett, der das beobachtet, der in dieser Straße wohnt, bietet ihr an, vorübergehend in seiner Einfahrt zu parken. Das Kuriose an dieser Geschichte ist, diese Dame ist nicht weggefahren, wie ursprünglich geplant, sondern ist tatsächlich 15 Jahre geblieben und hat in dieser Einfahrt von Alan Bennett gewohnt. Er hat später daraus ein Bühnenstück gemacht und das ist jetzt verfilmt worden. Er selbst spielt quasi in dem Film mit, also der Film erzählt die Geschichte von Alan Bennett und Miss Shepherd, von ihrem doch sehr kuriosen, symbiotischen Zusammenleben. Und diese Miss Shepherd wird gespielt von Maggie Smith. Das ist das Tolle an dem Film, weil Maggie Smith ist wirklich hinreißend, umwerfend, spielt ganz toll wie immer. Ansonsten ein bisschen das Dilemma, es passiert eigentlich nichts, außer dass diese doch sehr kuriose Beziehung und diese sehr schrullige Wesensart von der Miss Shepherd porträtiert wird.